Oh, Leute, heute ist ein richtig besonderer Tag. Guckt mal, es ist einfach richtig dunkel draußen. Der Mond scheint schon. Oh, Jungs, ey, hört auf rumzutoben. Wir müssen zusammenbleiben. Odi und Jimmy, das ist das erste Mal, dass wir so spät draußen sind. Ich hab ein bisschen Angst, Lumi, wirklich. Ich hab auch ein bisschen Angst, Leute. Unsere Eltern haben uns heute nämlich erlaubt, raus campen zu gehen. Und deshalb haben wir auch alle ganz viel Sachen dabei. Also, Leute, was habt ihr alles fürs Campen mitgenommen? Ich hab meinen Schlafsack dabei, eine Bärenfalle und mein Zelt. Boah, und was hast du mitgebracht, Jimmy? Ich hab eine Fackel, eine Leuchte. Pistole, dass wir in der Notfall immer uns finden. Und ich hab meinen Schlafsack dabei. Warum habt ihr alle so coole Sachen dabei? Der eine hat eine Bärenfalle, der andere eine Leuchtpistole. Okay, Leute, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nur ein bisschen Essen mitgenommen, dann meinen Schlafsack und ein Lagerfeuer, damit wir es schön warm haben. Aber jetzt lasst nicht so viel Zeit verlieren. Lass uns losmachen und einen geeigneten Platz fürs Campen suchen gehen. Yippie! Los geht's, Lumi! Okay, Leute. Außerdem, Leute, wenn ihr auch schon immer mal campen wolltet, lasst jetzt mal unbedingt ein Like da. Für mich ist das nämlich heute auch das erste Mal. Oh, okay, Leute, lasst mal hier lang. Oh, guck mal, hier sieht's irgendwie richtig gemütlich aus. Guck mal, wir haben hier so ein kleines, schönes Feld mit ganz viel Platz. Es dürfen auch keine Bäume in der Nähe sein, weil sonst können wir einen Waldbrand verursachen wegen dem Lagerfeuer. Nein, du hast recht, Lumi. Okay, ansonsten, es ist auch Vollmond, Leute. Wow, das ist richtig cool. Okay, Leute, wartet. Lass uns mal ein bisschen Platz hier machen. So, und dann alle beiseite. Zack, guckt mal. Wow, wie hell. Oh, das sieht richtig cool aus. Okay, jetzt würde ich sagen, macht jeder seinen Schlafsack hier hin. So. Und guck mal, jetzt können wir uns gemeinsam hier ans Feuer setzen. Yippie! Okay, Odi, hast du sie jetzt auch endlich mal gemütlich gemacht? Ja, ich habe es endlich auch geschafft. Okay, Leute. Boah, was macht man jetzt so am Lagerfeuer? Irgendwie habe ich Lust, was zu grillen. Wartet kurz, Leute. Und zack. Oh, okay, passt auf. Und so. Guck mal, ich brat mir jetzt ein leckeres Stück Fleisch. Haha. Meins. Hä? Nein, das ist mein Stück Fleisch. Das brät jetzt so lange. Und oh, aua. Oh Leute, ich muss aufpassen, das ist echt heiß. So, okay, solange das brät, habt ihr vielleicht Lust, irgendeine Geschichte zu erzählen? Lumi, bevor wir das aber machen, sollen wir nicht lieber erst die Bärenfalle aufstellen? Oh, du hast recht. Damit uns hier niemand holen kommt über Nacht. Ja, mach das. Also an du sich... Du machst das. Oh, du gibst mir die Bärenfalle. Okay. Also an sich sind wir ja hier sicher. Wir müssen nur den Eingang zumachen. Und dann platzieren wir die einfach da. Ich habe die jetzt hier am Eingang platziert. Das heißt, wir hören auf jeden Fall, wenn uns jemand holen kommen möchte. Du hast recht, Lumi. Richtig gut gemacht. Okay, aber, Odi, warte mal. Wo ist Jimmy? Leute, habt ihr Jimmy gesehen? Wenn ja, dann lass mal ein Like da, weil ich sehe nicht mehr Odi. Jimmy ist einfach... Oh mein Gott, Jimmy, mach das ja nie wieder. Ich hab mich richtig erschrocken, du Blödmann. Och Mann, ich hab uns Fleisch besorgt. Hier, ja, extra das ist für jeden. Auch besser für dich. Meins hast du ja weggenommen, du Blödmann. Oh Mann, das hat mir echt Angst gemacht, Odi, was Jimmy gerade gemacht hat. Ja, ich weiß, aber Jungs, soll ich euch eine richtig coole Geschichte erzählen? Eine Geschichte? Oh Leute, ich glaube, Odi meint so eine richtige Gruselgeschichte. Oh Mann, getraut ihr euch sowas abends vorzulesen? Also ich getraue mir sowas immer nicht. Aber egal. Okay, Odi, dann erzähl mal. Eines Nachts waren drei kleine Kinder campen. Hä? Aber wir sind doch auch drei kleine Kinder. Hör zu! Und auf einmal kam aus dem Wald ein... Psychodoktor! Ein Psychodoktor? Wie kommst du denn auf sowas, Odi? Hör zu! Okay. Der Psychodoktor hat dann einen der kleinen Kinder mit zu sich nach
hören. Das ist zu viel. Ich getrau mich sowas nicht. Reicht jetzt. Odi, du hörst auf, solche Geschichten zu erzählen. Ich würde sagen, wir sollten uns jetzt lieber schlafen legen, okay? Oh, ja, okay, das war aber noch gar nicht fertig. Oh, ich werde mich jetzt lieber hinlegen und werde versuchen zu schlafen. Jungs, schlaf gut und lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Gute Nacht. Mann, gute Nacht. Oh, schlaf gut. Was raschelt da denn? So. Ach, es stimmt nur eine Maus. Hä? Oh, warte mal. Leute, habt ihr das auch gerade gehört? Irgendwas klang da ganz komisch. Odi, hast du... Oh, Odi ist am Schlafen und... Warte mal, wo ist Jimmy? Oh nein. Jimmy, wenn du das bist, hör auf damit. Das ist nicht lustig. Oh, ich geh mal lieber nach der Bärenfalle gucken, Leute. Weil eigentlich... Wartet mal. Die Bärenfalle ist weg. Hallo? Leute, die Bärenfalle war ge... Aua. Mein Kopf. Wer sind Sie? Was haben Sie mit mir gemacht und wo bin ich? Ich bin Dr. Professor. Professor, hast du gut geschlafen? Sie haben mich entführt. Bringen Sie mich zurück zu meinen Freunden. Entführt? Ich hab dich ausgeliehen und nun werde ich ein paar Experimente mit dir machen. Was für Experimente? Lassen Sie mich gehen! Ja, warte. Hier. Was ist das? Was machen Sie mit mir? Ich werde ein riesengroßes... Nein, warte. Kleines Experiment machen. Ein kleines Experiment? Nein, tun Sie das nicht. Oh, doch. So. Eins. Oh, nein. Und drei. Aua. Was haben Sie getan? Aua. Du bist ein Winzling. Warte mal, was meinen Sie? Und warte mal, warum sieht auf einmal alles so riesig aus? Lassen Sie mich... Warte mal, hier ist ja Klaas. Leute, ich bin jetzt ein Winzling. Leute, was hat der Professor mir nur angetan? Guck mal, wie winzig ich bin. Oh, lassen Sie mich sofort hier raus. Raus? Du bist mein ganzer Stolz. Noch nie hat es funktioniert. Wie? Ich muss was holen. Ich muss unbedingt was Nein, holen. Nein, Sie können jetzt nicht gehen. Sie müssen mich wieder groß machen. Bis später, kleiner Mann. Und wehe, du brichst aus. Nein, bleiben Sie hier. Nö, tschüss. Nein. Er hat es zugemacht, der Blödmann, Leute. Mann, der hat mich einfach zu einem Winzling gemacht. Schaut euch jetzt an, wie klein ich bin. Oh Mann, und ich komme hier nicht mal raus. Oh nein, dieses Glas ist einfach zu groß. Ich muss das irgendwie versuchen aufzubrechen. Oh, wie mache ich das? Meint ihr, ich kann das aufmachen? Oh, nein, Leute, ich bin zu klein, es geht nicht. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr vielleicht alle kurz ein Like da lassen? Vielleicht kriegen wir es dann auf. Bitte, Leute, lasst ein Like da. 3, 2, 1. Jetzt liken, kommt schon. Okay, wir probieren es noch mal. Jetzt hat's funktioniert. Super, Leute. Oh, und guckt euch an, wie riesig hier alles ist. Das ist nur, weil ich jetzt so klein bin. Mano. Okay. Mal schauen, Herr Professor. Es muss doch einen anderen Weg hier raus geben. Habt ihr eine Idee, Leute? Warte mal, hier sind Schränke. Oh,
Was versteckt sich hier? Was ist das überhaupt für ein komisches Labor, Leute? Und was hat er überhaupt mit mir angestellt? Oh nein, ich hoffe, meine Freunde suchen mich wenigstens schon. Oh, wartet mal. Hier, was ist hier? Wartet mal, seht ihr das da oben? Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht, Leute. Okay, wartet. Oh, zack. Oh, ja, wartet. Seht ihr das? Ich glaube, da könnte es einen Weg nach draußen geben. Wir müssen nur diesen Lüftungsschacht aufkriegen. Wartet, komm schon. Mach schon. Oh, ja, okay. Ich habe ihn aufbekommen, Leute. Okay, dann schauen wir mal. Wartet mal. Ja, der Lüftungsschacht führt direkt nach draußen, Leute. Oh, es funktioniert. Ich kann nach draußen. Okay, komm schon, Lumi. Du schaffst das. Ja, ich bin ausgebrochen, Leute. Super, super cool. Okay, die Frage ist nur, wo bin ich? Und wie soll ich das wieder rückgängig machen? Ich kann doch nicht für immer so klein jetzt bleiben. Okay, Leute, also wenn da der Mond ist, dann müsste eigentlich auf der anderen Seite der Campingplatz gewesen sein. Ich werde mich jetzt auf die Suche machen, Leute. Oh Gott, oh Gott. Oh, Leute, guckt mal, ich bin fast da. Oh, da hinten, seht ihr es schon? Da ist mein Haus, Leute. Es ist auch mittlerweile schon hell, weil ich bin ja so winzig, Leute. Da kann man nicht so schnell laufen. Okay, wir müssen uns jetzt langsam auf den... Wartet mal, oh, was macht hier so komische Geräusche? Irgendwas ist so richtig... Oh, ein Hase kommt! Nein, ich glaube, er will mich aufessen, weil ich so klein bin. Ah, ein Hase, Leute. Ein Killerhase. Oh, er kommt immer schneller. Leute, Leute, nein, Beeilung. Oh nein, nein, Leute, hier ist eine Sackgasse. Na, da bist du ja endlich. Bleib sofort stehen, du blöder Hase. Ja. Jimmy, du hast mich gerettet. Du bist der Beste, Jimmy. Wo kommt das her? Ist das eine Wühlmaus? Nein, Jimmy. Komm her, du blöde Maus. Der muss mich doch sehen. Bin ich denn wirklich so klein, Jimmy? Ach, keine Ahnung, was das war. Ich gehe wieder nach Hause. Nein, du kannst nicht nach Hause gehen. Du musst mir helfen, Jimmy. Mann, hier sind ja voll viele Mäuse. Ah, alles voller Mäuse. Hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Mann, Leute, Jimmy. Das gibt's doch nicht. Er hat mich zwar gerade so gerettet, weil er anscheinend den Hasen gejagt hat, der mich gejagt hat. Aber er hätte mir noch helfen müssen, Mann. Ich bin so klein, er hat mich nicht mal gesehen, obwohl er selber so klein ist. Manno. Oh, Leute, habt ihr eine Idee, wie ich das wieder rückgängig machen kann? Ich will nicht länger so ein Winzling sein. Oh, das gibt's doch nicht. Leute, ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen. Oh, und meinen Freunden irgendwie ein Zeichen geben, dass ich so klein geworden bin. Alles wegen diesem dummen Professor. Mann, hätte Odimar nicht diese doofe Geschichte mit diesem komischen Psychoprofessor erzählt. Dann wäre das bestimmt alles nicht passiert, Leute. Oh, Manno. Oh, Leute. Mann, ich sehe nichts wegen diesem ganzen Gras. Aber schaut mal, da ist mein Haus. Endlich! Ich bin wieder zu Hause. Jetzt muss ich nur noch einen Weg... Warte mal, was macht Odi denn hier? Ja, perfekt! Odi, 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 du musst mir helfen, Odi! Oh, der hört mich nicht, weil ich so winzig bin. Aber ich glaube, der sucht mich, Leute. Guck mal, der ist bei meinem Haus. Ich wusste, Odi wird sich um mich Sorgen machen. Warte mal, warum bricht der ein? Der hat mein Glas abgebaut, der Dummkopf. Hä? Warte mal, was macht Odi da? Ich glaube, er will mir gar nicht helfen, sondern er beklaut mich gerade. Nein, warte mal. Odi, was macht der? Hey, der klaut meine Diamantenblöcke. Haha, seit Tagen ist Lumi nicht zu Hause. Dann kann ich all seine Dias nehmen. Haha, so ein Dummkopf. Das glaube ich jetzt nicht. Ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Sieht er mich vielleicht hier auf der Kiste? Odi, ich kann dich sehen. Hör auf, mich zu beklauen. Hallo. Oh, nein, er hat die Kiste angehoben. Oh, Odi, siehst du mich denn nicht? Hallo, ich bin hier auf der Kiste drauf, du Dummkopf. Ich werde jetzt all die Diamanten von Lumi mitnehmen. Hä? Warum sieht er mich nicht? Nein, er will mich mit nach Hause nehmen. Nein!
Oh, ich habe alle Diamanten von Lumie. Mann. Wie cool. Odi. Mann, Odi, du hast mich mit zu dir nach Hause genommen. Du musst mich doch sehen. Hallo. Irgendwie habe ich irgendwas am Ohr. Irgendwas piepst hier so. Nein, das bin ich, Odi. Ich bin hier. Naja, egal. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Klo. Odi kann doch jetzt nicht einfach aufs Klo gehen. Ich bin bei ihm zu Hause und er hat all meine Sachen geklaut. Odi, du denkst, ich habe das nicht mitbekommen. Ich werde... jetzt... wo bist du? Er meinte, er ist auf dem Klo. Was? Jetzt muss ich hier aufmachen. Und... Odi, er sitzt einfach auf dem Klo. Na warte, da werde ich ihm jetzt aber alles zurückzahlen. Odi, du Blödmann. Was macht der da? Oh nein! Fertig! Nicht spülen! Ach du Hei... Braxi? Lumi? Hanna? Odi? Hilfe! Lumi, was machst du denn hier? Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Oh Mann, haltet euch ja gut fest. Unter uns geht's richtig tief runter. Habt ihr mal nach unten geguckt? Oh weia! Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch draufschlagen, aber wir hängen doch alle hier. Mann, Leute, ich glaube, wir sind richtig winzig. Und wir hängen hier irgendwie an dem kleinsten Minecraft-Block aller Zeiten. Ne? Oh weia, einer von uns muss da jetzt hochkrabbeln und den Block abbauen, damit wir uns eine größere Fläche bauen können. Wollen wir Schnickschnack? Ich bin's nicht. Lumi, du bist doch der beste Kletterer von uns. Du musst hoch. Ich muss da jetzt hochklettern, Leute. Und den Block abbauen. Okay. Seid ihr bereit? Lumi. Ja, los. Oh los, Mann, Lumi. Ich getraue mich Lumi, das aber gar nicht. Lumi, okay, Lumi, okay. Lumi. Und... okay. Oh. Ich hab's geschafft. Ich stehe auf dem kleinen Block drauf, Leute. Leute, ihr müsst uns helfen, dass wir bessere Sachen bekommen. Könnt ihr innerhalb der nächsten 3 Sekunden alle ein Like da lassen, damit wir was Gutes bekommen? 3, 2, 1. Okay, danke schön, Leute. Ich baue nochmal ab und... ein Block. Gebt schnell her. Ich hab's. Warte, können wir daraus... Wir können daraus Planks machen, also Holzbretter. Okay, haltet euch weiterhin gut fest. Ich baue uns jetzt eine kleine Holzfläche, okay? Ja, na, los! Dich, Mann, Lumi, du redest zu viel. Okay, ich okay. Mehr festhalten. Ich mach doch schon. Und... okay. Ich habe einen Block platziert. Komm drauf, Braxi. Oh, Mann. Okay, wir können schon mal stehen. Braxi, wir müssen uns beeilen. Komm schon, wir müssen unter Odi auch einen Block platzieren. Meine Finger rutschen schon ab, bitte schnell. Braxi, mach doch was. Hier, nimm du auch ein. Wir müssen den beiden helfen. Beeile dich. Okay. Danke, Jungs. Schnell, wir müssen Hanna retten. Hanna braucht auch noch einen Block. Hier, Odi, du musst hier helfen. Nimm den Block. Komm danke. Schon. Okay, Lumi. Beeile dich. Komm schon, mach schon. Hanna, wir retten dich. Mach keine Angst. Ein bisschen auf Seite. Okay. So. Spring drauf. Danke euch, Jungs. Oh Mann, jetzt hat jeder einen Block. Okay, jetzt machen wir hier auch noch einen hin. Komm schon, Braxi. Da. Und zack. Okay, jetzt haben wir eine kleine Holzfläche. Ja. Danke. Das ist alles dank euch. Ihr habt alle fleißig geliked, Leute. Okay, jetzt haben wir einen kleinen Block. Was ist das überhaupt? Das ist ein kleiner Winzling. Und warum sind wir auch so klein? Schaut mal, wir sind auch winzig. Hey, sind wir Babys? Ich weiß es nicht, wie wir hier reingeraten sind. Wir müssen hier irgendwie rauskommen, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe in dem gesamten Video 3 kleine Mini-Minecraft-Blöcke versteckt. Wenn ihr alle finden könnt, schreibt nach dem Video Hashtag Mini-Block in die Kommentare. Okay, ich würde sagen, wir bauen jetzt weiter ab und... Hanna, gib das her. Ich will das haben. Das ist... Was ist das? Das ist Braxis Farbe. Dann gib es ihm. Und... Eine Kiste. Wartet, ich habe eine Kiste bekommen. Die machen wir hier hin. Macht da alles rein, was ihr habt. Ich habe einen grünen Block bekommen. Was habt ihr? Ich habe ein Holzbrett. Mach alles rein. Oh Mann. Wir müssen uns eine kleine Insel aufbauen. Ich will nicht auf einem Holzblock leben. Ich will ein Haus haben mit einem Bett und einer Tür. Wenn wir ein Bett haben, ist das dann auch so groß?
Oh, ich glaub schon. Oh, schau mal, ich bin auf der Kiste. Ich würde sagen, jetzt ist Hanna dran mit abbauen. Komm schon, bau du ab, Hanna. Okay, und los. Oh nein, ich hab... Das explodiert das nicht, wenn man das platziert? Es ist voll der schöne Kristall. Oh, platzier das mal. Nein, ich will das sehen. Nein, Mann, das ist doch ein Netherstern. Der explodiert doch, oder nicht, Leute? Oh, wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Die glauben mir nicht. Macht das lieber erstmal in die Kiste rein. Ich würde sagen, Udi, jetzt bist du dran mit abbauen. Okay. Komm schon, bau den Minecraft-Block ab. Oh, eine Mauer. Vielleicht sollten wir auch mal hier unten einen Block platzieren, dass nicht alles runterfällt. Wartet, Braxy, halt mich fest. Ich muss da jetzt einen Block ranmachen. Zack, okay. Das sieht gut aus. Jetzt kann auch nichts mehr runterfallen. Ah, willst du auch mal abbauen, Braxy? Ich bin... Los! Augen zu! Macht alle die Augen zu! Warum denn? Ich will gucken. Jetzt bau schon ab. Komm schon, beeil dich. Leute, schaut mal. Das ist ja cool. Das bedeutet, falls ich runterfall, kann ich mich vielleicht retten. Oh, okay. Also, das ist auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, ich bin wieder dran. Ich baue gleich ganz oft ab. Und abbauen, abbauen, abbauen. Wartet mal. Ich habe gleich richtig viele Sachen bekommen. Ich habe Grasblöcke. Ich habe sogar ein Schaf bekommen. Oh, das heißt, wir können unsere eigenen Tiere farmen. Okay, ja, Braxy, wenn du jetzt am Rumspringen bist, dann baue ich jetzt weiter ab. Haha, schau mal. Ich krieg richtig viel... Warte mal. Schaut mal, unsere Bäume sind gewachsen. Wow. Schaut mal. Wie cool. Das heißt... Warte mal, ich habe sogar eine Werkbank. Das heißt, wir können das Holz gleich abbauen und uns tolle Sachen bauen. Warte, die Werkbank machen wir. Ich mache die hier neben den Baum hin. Und daneben kommt noch ein Fass hin, dass wir alles schön lagern können. Und Licht brauche ich auch. Deswegen kommt da auch noch eine schöne Laterne hin. Lumi, ich habe eine Schalkerkiste bekommen. Ja, ich habe auch eine in grün. Lass die... Wir machen die hier hin. Da können wir Sachen reinmachen. Komm schon, stell deine daneben, Braxy. Dann haben wir eine rote und eine grüne. Lumi. Wow. Oh, das ist ja voll lustig. Das ist cool. Oh, ich will das auch. Oh, schaut mal. Wow. Oh, das sieht richtig lustig aus. Wo ist Hanna? Hanna, was machst du da? Wer war das? Oh, was hast du alles bekommen, Hanna? Was ist das auf deinem Kopf? Ich habe ein Eisenhelm. Und, Odi, geh mal bitte kurz weg. Warum muss ich immer weg? Oh nein, stopp. Jungs und Mädchen, schaut mal. Nein, die Sonne geht unter. Oh weia. Oh nein. Monster kommen. Das heißt, Monster sind auf dem Weg. Ich glaube, wir sollten den Block schnell abbauen, uns ein Haus bauen und irgendwie Betten bauen. Und hätte Oli das Schaf nicht getötet, hätten wir jetzt Wolle. Wenn du Blödkopf mal in die Truhe gucken würdest, dann weißt du, dass wir Wolle haben. Wolle? Tatsächlich 17 Wolle. Oh Mann. Okay. Dann alle beiseite. Wir bauen schon den Block ab. Dann bauen wir uns jetzt ein Haus und machen da Betten rein. Oh, komm schon, gib mir mehr. Ich will mehr. Gold, Goldapfel. Ich habe einen Goldapfel und eine Tür bekommen für unser Haus. Oh, cool. Okay, die Truhe ist voll. Dann lasst uns alles Weitere hier in die Fässer reinmachen. Ich mache jetzt einmal alles rein. Dann sammeln wir alles. Guck mal, wir können Odis Bett schon machen. Guck mal da. Lila Farbe. Mein Bett. Oh, ich will, dass wir alle ein Bett in unserer Farbe haben. Aber erstmal setze ich diesen coolen Helm auf. Ha, wie cool, Leute. Aber ich will... Hört ihr das? Oh nein. Das hört sich nach fiesen Monstern an. Oh Mann. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich ein Haus bauen. Haben wir noch Grasblöcke? Wir brauchen uns eine größere... Ich hab das vorhin bekommen. Warum sagst du nichts, dass wir Stein haben, Odi? Mann, ich vergesse doch immer alles. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein Haus bauen. Okay. Das heißt, Braxy, wenn du noch Gras hast, mach uns eine größere Insel. Wir bauen das Haus hier hin. Und ich mache so lang die Insel schön. Passt auf, Leute. Ich mache uns hier einmal Knochenmehl. Und dann machen wir hier schöne Blumen hin. Schaut mal, sieht das nicht schön aus? Oh. Aua. Oh,
Odi, oh, schau mal, wir sind so klein, wir können uns im Gras verstecken. Wir können Verstecke spielen. Wie Pokémons. Oh Mann. Ja. Ah, Braxy, wie weit bist du mit der Insel? Bin gleich fertig. Mann, gib mal Gas, die Monster kommen. Ich will jetzt mein Haus bauen. Lumi. Ah, was ist los, Hanna? Wo bist du? Ich sehe dich. Ah, da bist du. Was willst du, Hanna? Das müssen wir vor Odi verstecken, sonst tötet er das auch. Was hast du da? Oh, setz das hin. Ein Spawn-Ei. Ich will sehen, was rauskommt. Oh! Ein Pferd! Oh, ein Pferd. Wir haben einfach ein Pferd auf unserer Insel. Ist das nicht cool, Leute? Aber das ist ein Monsterpferd. Oh, weia. Ich glaube, Odi wird richtig Angst bekommen, wenn er das sieht, Hanna. Nein, aber ich mag das jetzt schon. Das heißt jetzt Hanna 2. Hanna 2. Oh, was ein schönes Pferd. Oh, ansonsten, Braxy, bist du jetzt endlich fertig? Oh, oh. Mhm, siehst du? Was macht da ein Esel? Wie ein... Ach, ja, das ist ein Esel, genau. Das ist nämlich Hannas neuer Freund, Odi. Was? Ein Monsterpferd, nein, Odi, lauf! Ein Monsterpferd? Oh nein. Mein, du blödes Pferd! Nein, tu's nicht. Hanna wird sonst richtig traurig, Odi. Ja, aber das ist ein Monsterpferd. Guck mal, der guckt mich schon an. Nein, das ist lieb. Jetzt hört auf zu reden, bevor wirklich noch Monster kommen. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt ein Haus bauen. Okay, Braxy. Also ich sehe, du hast auf jeden Fall hier... Oh, eine kleine schöne Insel gebaut. Also ich glaube da... Odi? Leute, lauft! Geht weg! Oh, schnell, nehmt eure... nein, die ersten Monster sind da! Oh, ein Baby-Zombie! Ihr müsst euch wehren! Kommt schon! Oh, ich hab Angst! Ich hab Angst! Oh, wehrt euch! Oh, das war richtig... Braxy? Braxy? Wenn das ein Spaß ist, dann hör auf. Hier, frisst das Gras. Hanna? Du angsteinflößender Blödmann. Ich hatte richtig Angst und... warte also, mal. Also, Hanna, ich hätte keine Stopp, Angst. Wo? Ich hätte mich wo? Odi? Odi? Ja. Wo ist... Odi, was? Odi, die Zombies sind weg. Du kannst aufhören zu weinen. Ich meine, ich habe alle besiegt. Hast du nicht, aber egal. Jetzt lasst uns schlafen legen. Wir haben doch genug Wolle jetzt. Wir brauchen aber unsere Farbe. Wir müssen den Block weiter abbauen. Vielleicht bekommen wir unsere Farbe dann. Komm schon, Hanna, du bist unser Glücksbringer. Bau du den Block ab. Okay, seid ihr bereit? Ja. Los. Und... ich habe pink und blau Farbe bekommen. Pink und blau? Was ein Zufall, wirklich? Warte, wir hatten doch schon lila. Ich habe auch pink bekommen. Dann lasst uns jetzt alle ein Bett in unserer Farbe bauen. Okay, dann baue ich mir jetzt ein Bett in blau. Warte, zack. Habe ich überhaupt blaue Farbe irgendwo hier? Da ist blaue Farbe. Okay, warte. Mein Bett ist fertig. Ich hab mein Bett. Haha. Ich auch. Ich auch. Braxy, wo ist dein Bett, hä? Haha, hier drüben. Okay, dann komm schon. Lasst uns alle unser Bett hier hinmachen. Und dann schlafen wir gemeinsam. Jetzt fehlt nur noch Odi sein. Steht schon. Guck mal. Was ist das denn? Ein Teppich. Teppich. Ja, ich hab auch einen. Der ist zwar weiß, aber egal. Komm schon, lass uns endlich schlafen legen. Ich hab keine Lust auf weitere Monster. Schlaf gut, meine Freunde. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin aber noch nicht müde. Oh, leg dich schlafen, Hanna. Wir sind alle müde. Okay. Oh, mein Kopf. Oh, was zur Hölle ist denn... warte mal. Wie... warte mal, Braxy? Oh nein, Leute, wie sehe ich aus? Ich glaube, ich bin ein Enderman und... Warte mal, Braxy? Du bist ein Creeper! Wieso bin ich denn ein Creeper? Und Hanna, du bist eine Spinne! Ich bin... Leute, und ich habe hier so eine Enderhand. Ich glaube, wir haben heute ganz besondere Fähigkeiten, aber warte mal, hier ist weit und breit nichts. Nur unter uns, seht ihr das? Da ist ein Fragezeichen. Hä? Oh, das sieht danach aus, als möchte es geöffnet werden, findet ihr nicht? Ja, mach es auf, Lumi. Mach es auf, Lumi.
Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich habe Angst vor sowas. Oh, Leute, ansonsten, bevor wir anfangen, ich habe im ganzen Video 3 kleine Endermänner versteckt. Könnt ihr alle finden? Wenn ja, schreibt nach dem Video in die Kommentare Hashtag Enderman. Okay, aber jetzt muss ich sagen, habe ich echt Schiss, das abzubauen. Okay, haltet ihr mich fest? Ich halte dich hier fest. Los! Ich auch. Okay, Leute, ich baue das jetzt ab. 3, 2, 1. Oh! Oh, 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 schaut mal, ich habe Diamanten daraus bekommen, 20 Stück. Wow, zeig. Ah. Hier, schaut mal, welche für euch, ihr könnt euch auch ein paar nehmen. Alle festhalten, es geht los. Okay. Oh. Ich habe ein Schwert bekommen, okay, cool. Nein, ich habe ein Schwert bekommen. Okay, nimm es, Braxy, aber jetzt ist Hannah dran, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Baus ab, komm schon, bau den Lucky Block ab und... Ja. Ich habe ganz viele Blöcke bekommen. Warte, ich baue die Plattform größer. Okay, schaut, ich habe jetzt hier diese Blöcke. Wir bauen jetzt ganz schnell hier unsere Plattform größer. Oh, mir geht's nicht gut. Warum? Ich glaube, ich muss niesen und ich werde zu sauer. Nein. Nein. Oh, nein. Sie kann Netze schießen. Wir haben alle besondere Fähigkeiten. Wow. Okay, jetzt würde ich sagen, ich bin dran. Solange baut ihr das Gras hier überall hin. Okay, ich mache jetzt so lang ganz kurz erstmal hier ein paar coole Tools. Und zwar habe ich kein Holz mehr. Oh, oh. Das heißt, wir müssen... Ich habe noch Holz. Oh, danke schön, Braxy. Das ist lieb von dir. Jetzt kann ich hier nämlich ein paar Stöcke machen. So, und dann mache ich uns hier ein Diamantenschwert und noch ein Diamantenschwert und eine Spitzhacke. Zack, das sieht cool aus. Schaut mal, ich habe für Braxy ein Schwert und für Hannah habe ich auch ein Schwert. Danke, Lumi. Okay, unsere Insel sieht auch schon viel schöner aus. Ich finde wir... Was ist das denn? Wie hast du das gemacht, Lumi? Das ist, glaube ich, meine Enderfähigkeit. Ich kann Blöcke werfen. Oh, ich muss aufpassen. Okay. Oh, Braxy, du machst das gut so. Okay, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Leute, wir müssen weitermachen. Ich baue den Block ab und ganz viele Kartoffeln. Essen. Oh. Okay, ich habe echt Hunger. Lecker, lecker Kartoffeln, Leute. Boah, ich liebe Kartoffeln. Okay, ich würde sagen, jetzt ist Braxy dran. Bau ab, komm schon. Haltet euch fest. Das ist mein. Oh, tut mir leid. Hier, bitteschön, Braxy. Ich habe einen Superheldenbogen bekommen. Den schenke ich doch dir. Oh, ein Bogen. Aber, Braxy, das ist toll. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Hier ist viel zu wenig Platz. Wir müssen uns jetzt eine schöne große Plattform bauen. Ich baue jetzt weiter. Was ist das? Der ganze Schleim bringt mich zum Niesen. Nicht niesen. Braxy. Nein. Braxy, du hast alles kaputt gemacht, Mann. Tut mir leid, ich kann doch nichts dafür. Oh Mann. Der Lucky Block ist explodiert und ich habe ganz viel Gras bekommen. Du hast Gras bekommen? Ja. Oh, gib her. Dann müssen wir unsere Plattform größer machen. Oh, das ist ja... Hast du was? Oh, Leute, jetzt können wir uns endlich hier eine schöne große Fläche bauen. Okay, das ist sehr schön. Dann bauen wir uns hier ein ganz großes Haus, wo wir alle ganz viel Platz zum Leben haben. Oh, Leute, das ist richtig cool. Wir sind auf einem einzigen Lucky Block hier in der Luft. Und wir bauen uns ein richtig großes Haus. Okay, komm schon. Runter. Oh nein, mein Gras ist gleich alle. Oh. Ich habe keins mehr. Ihr müsst weitermachen. Oh, ich mach auch das hier mal weg. Braxy, kannst du hier noch Gras hinmachen? Aber natürlich, mein Freund. Hier. Oh, danke schön. Oh, Leute. Ich werde jetzt Braxy pranken, solange er das Gras weiterbaut. Schaut mal. Zack. Und zack. Oh. Hä? Wie ist denn das hierher gewachsen? Braxy, schau mal zu mir. Wow. Alter, pass auf, ich wäre fast runtergefallen. Das war doch nur ein Spaß, Braxy. Komm runter. Okay, wir müssen jetzt weiter abbauen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Gras, aber wir müssen uns ein Haus bauen. Okay,
Braxy, du machst das sehr gut. Hannah, kannst du den Schleimblock noch wegmachen? Kann ich machen. Oh, perfekt. Ich baue weiter ab. Und? Was war das, Hannah? Du hast was bekommen. Oh, ein Enchanting Table. Ein Zaubertisch. Oh, damit können wir uns coole Sachen verzaubern. Den machen wir dahin. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Holz, dann können wir uns ein Haus bauen. Okay, Braxy, du bist dran. Bau ab. Solange kann ich hier das Gras weitermachen. Ich habe zwar nur noch Erde, aber das wächst ja auch zu Gras rüber. Oh, so, hä? Ich habe Holz bekommen. Hast du Holz bekommen, Braxy? Ja, guck mal. Oh, das ist ja der Hammer. Okay, das ist perfekt. Das heißt, wir können uns gleich ein Haus bauen. Jetzt brauchen wir nur noch Setzlinge, dann können wir uns sogar Bäume pflanzen. Okay, super. Okay, ich finde auch, damit der Lucky Block ein bisschen schöner aussieht, machen wir uns kurz nochmal ein Crafting Table. Weil, Leute, wir brauchen ja auch gleich erstmal eine Truhe. So, und da machen wir alles schön rein. Habt ihr eigentlich noch Sachen, die wir hier in die Kiste reinmachen können? Ich glaube schon. Okay. Mein Diamantschwert kann da rein. Oh, lasst uns alles drin sammeln und schauen, was wir alles haben. Oh, nicht in meine Hand. Oh, schaut mal, wir haben schon richtig viele coole Sachen, Leute. Der Lucky Block hat uns richtig coole Sachen gegeben. Okay, ich sehe, ihr baut weiter die Insel. Ihr habt noch ziemlich viel Gras. Ich baue jetzt auch weiter ab und ich habe eine Rüstung bekommen. Schaut mal. Oh, oh, ich kann die anziehen. Oh, jetzt habe ich eine Rüstung. Okay, ich baue nochmal ab und... Oh, schaut mal, ich habe ganz viel Quarz bekommen. Zeig, zeig, zeig. Hier, ganz viel. Damit können wir uns ein richtig modernes Haus bauen. Aber ich will ein kleines Holzhaus. Deshalb baue ich weiter ab und... Oh, oh, Bob, Bob, ich brauche mein Schwert. Oh, schnell, schnell, schnell. Geh weg, Bob. Oh nein, das ist nicht gut, Leute. Oh, oh, wartet, ich habe eine Idee. Lasst es, wartet, ich nehme meine Zauberfähigkeit. Oh, oh, nimm. Oh, oh, schnell, schnell, schnell. Bob, nimm das. Oh nein. Bob, geh weg. Du böser Zombie. Das ist der Lucky Block. Der hat ein Zombie gespawnt, Leute. Oh. Mach ein Loch, dann fällt er da rein. Oh, ich hab ihn aufgegessen. Und schaut mal, er hat Diamanten fallen gelassen. Hier, ich schenk die dir, Hannah. Danke. Oh, gar kein Problem. Okay, habt ihr noch irgendwie... Wir brauchen jetzt Setzlinge, damit wir uns ein Holz bauen können. Wartet, ich mach erstmal das weg. Okay, Braxy, ich glaube, du solltest wieder abbauen. Okay. Und... Komm schon, mach das. Du schaffst das, Braxy. Und... Hast du was... Guck mal, was ich bekommen hab. Hast du etwa einen Setzling bekommen? Das ist ja der Hammer. Den müssen wir direkt anpflanzen. Den mache ich dahin. Okay, das sieht gut aus. Und was mache ich mit den anderen vier? Ich habe ja auch noch mehr bekommen. Oh, jeder kriegt einen. Jeder pflanzt seinen eigenen an. Ich habe meinen da, dann macht ihr beide die da in die Ecke. Ich mache meinen hier hin. Ja. Oh. Tada! Lumi, aua, Lumi. Ich spring runter. Nein! Bleib hier, Braxy! Die Leute sollen ein Like da lassen, sonst springe ich jetzt runter. Nicht machen! Leute, sonst ist doch das Video vorbei, wenn er runterspringt. Könnt ihr bitte alle schnell ein Like da lassen? Kommt schon! Braxy, die haben alle ein Like da gelassen. Okay, das heißt, die wollen, dass ich hier bleibe. Danke, Leute! Natürlich wollen sie das. Okay, ich finde, wir sollten das noch ein bisschen schöner machen. Ich baue weiter ab und... Gold, direkt nochmal und noch mehr. Hallo? Oh, oh, der Lucky Block hat uns irgendwie eine Insel gegeben mit noch mehr Lucky Blöcken. Oh, oh. Und jeder macht einen auf. Ah, warte, ich muss erstmal das ganze Sand wegmachen. Ich mach das alles weg. Soll ich niesen? Die Lucky Blöcke und das Gold gehen dann kaputt. Ich schau mal, ich kann doch mit meiner Enderman-Hand die ganzen Sandblöcke einfach runterwerfen. Guck dir an, wie cool das ist, Braxy. Wow. Ich glaube, ich muss schon wieder niesen. Oh nein, Braxy. Oh, nicht die Goldblöcke. Nicht niesen. Okay, ich krieg's hin. Oh, okay. Und zack, ich mach alles und da auch. Ich muss jetzt jeden Sandblock wegmachen. Und zack. Und jetzt würde ich sagen, jeder baut einen Lucky Block ab, okay? Okay. Ich nehme den hier und ich habe Essen bekommen. Hannah, du bist dran. Ich nehme den hier. Das war meiner.
ganz viel Farbe. Jetzt ist Braxy dran. Oh, ein Wunschbrunnen. Braxy, dank dir haben wir jetzt einen Brunnen auf unserer Insel. Du bist der Beste. Okay, dann macht ihr das jetzt alles schön wieder weg und sauber und ich baue weiter den... Oh. Nochmal eine Sandinsel. Oh nein, unsere schöne Insel wird zugemüllt. Das darf nicht sein. Ich muss wieder alles sauber machen. Oh Mann. Aber hier sind noch mehr Lucky Blöcke. Warte mal. Guck mal, das ist ein Zeichen. Da ist ein kleiner Baby Lumex. Aber ein richtiger Lumi. Der ist kein Enderman. Schaut mal. Er ist böse. Oh nein, Braxy, mach... Du hast den kleinen Lumi kaputt gemacht. Er ist böse. Vertraut mir doch. Nein, finde ich nicht. So, Leute, ansonsten, ich muss mal schauen, habe ich hier noch irgendwas? Weil ich will meinen Freunden ja beim Hausbauen helfen. Warte mal. Hä? Braxy, Hannah, wann habt ihr das denn gebaut? Ja, jetzt. Du warst doch mit der Inselvergrößerung. Aber... Oh, Leute, die haben schon angefangen, ein richtig cooles Haus zu bauen. Ja, das heißt, ich muss jetzt helfen. Warte, ich habe doch auch eine Schaufel. Wir machen hier so ein paar coole Wege über die Insel. Dann haben wir hier einen Brunnen. Das kann eigentlich weg. So, ansonsten, ich schaue mir das Haus mal von oben an. Zack. Wow. Hä? Das Haus habt ihr echt cool gemacht. Das sieht wirklich toll aus. Danke. Danke. Okay. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein cooles Dach. Das macht Braxy gerade. Habe ich vielleicht ein paar Knochen? Weil dann könnte ich nämlich... Ja, ich habe Knochen. Weil daraus mache ich nämlich jetzt Knochenmehl. Und dann, pass auf, kann ich hier überall ein bisschen Gras hinpflanzen. Das macht unsere Insel viel schöner. Schaut mal. Boah, das sieht gut aus. Hier auch noch. Überall ein bisschen Gras hin. Jetzt sieht unsere Insel schon viel schöner aus. Jetzt fehlt nur noch, dass wir den Lucky Block ein bisschen schöner machen. So, dafür nehme ich einmal hier die Stufe und dann... Hä? Ihr habt ja ein cooles Haus gebaut, aber warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Das Fenster ist schief. Ich hatte kein Glas mehr, was soll ich denn machen? Oh Mann, ich glaube, wir sollten vielleicht unseren Lucky Block fragen. Vielleicht kann er uns ja neue Sachen geben. Warte, aber ich will den schöner machen. Dafür müssen wir einmal das ganze Gras wegmachen. Warte, so und... Pass auf, Lumi, dass du nicht runterfällst. Ich war schon auf, Hannah. Oh, Braxy, was... Braxy! Oh, das war wirklich knapp. Oh, denn warte, ich mache jetzt hier Stufen hin, damit wir unseren Lucky Block auch immer schön... Zack. So, unsere kleine Insel sieht schon echt schön aus. Aber ich will noch mehr Sachen. Ich baue nochmal ab und... oh, Braxy, nein. Nein, nein, nein. Oh, warte. Ich hätte dich. Oh, das hat wehgetan. Oh, Mann. Oh, das war echt knapp. Warte, geh beiseite, Hannah. Oh, jetzt ist unser hübscher Brunnen weg. Und warte. Wo ist Braxy? Braxy! Nein, nein, nein. Hannah. Braxy ist weg. Braxy ist weg. Braxy! Braxy, wo ist... Warte, ist Braxy... Hannah, ich glaube, Braxy... Braxy ist von uns gegangen. Nein, sag sowas nicht. Er ist gegangen. Braxy. Leute, ich glaube... Ich hab euch reingelegt, ihr Dusselköpfe. Oh Mann, mach das ja nie wieder. Du hast mich zu Tode erschreckt, Braxy. Tut mir leid, Lumi. Oh, warte mal, Braxy, ich hab komische Eier. Wollen wir ein Gehege bauen für unsere Tiere? Wow, das ist eine super coole Idee. Ich glaube, dafür solltest du den Lucky Block abbauen. Wobei, lass das später machen. Nicht, dass der wieder alles kaputt macht. Ich glaube, ich mache einen neuen Weg hierhin. Das sieht doch schön so aus. Okay, dann müssen wir aber hier unser Gras nehmen und einmal die Insel größer machen, damit wir hier gleich genug Platz haben, um hier ein Gehege für unsere kleinen Tierchen zu bauen. Das wird richtig cool aussehen, Leute. Wir bauen ein richtig kleines, süßes Gehege für unsere Tiere. So, das heißt, ich mache hier alles ein bisschen größer. So, okay, das sieht gut aus. Und zack, ich glaube, das sollte... nein. Braxy, siehst du das? Es ist dunkel geworden. Oh nein, Leute, es ist so viel Zeit vergangen, dass es langsam dunkel geworden ist. Aber warte mal, wir haben noch keine Schafe. Also, wir haben keine Betten. Bedeutet, wir können nicht schlafen. Was ist, wenn in der Nacht böse Monster kommen, Braxy? Oh nein, aber ich habe ein Schwert hier. Und wenn das zu viele sind,
Dann verschwinde ich einfach mit meiner Zauberhand aufs Dach. Guck, guck. Und ich explodiere. Guck. Oh, nein. Rexy, nicht auf den... Hey. Mann, du musst aufpassen. Ihr baut den Lucky Block ab und ich baue jetzt ein Gehege hier für unsere kleinen Tierchen. Dafür brauchen wir einmal mehr Holz. Denn dann kann ich mir hier ganz viele coole Zäune bauen, Leute. Zack. Dann brauchen wir einmal einen Zaun. So, ganz viele davon. Und damit baue ich mir jetzt als Enderman ein cooles kleines Gehege für meine kleinen Tierchen. Vielleicht können wir doch Blacksy einsperren. Der wird noch sein blaues Wunder erleben, Leute. Lumi. Brexy, ja? Ich hab eine Überraschung für dich. Überraschung? Du weißt, ich mag keine Überraschungen. Geh mal da rein. Oh, warte, ich passe da doch nicht durch. Warte und zack. Betten! Wo hast du die denn her? Ich hab einen Lucky Block aufgemacht und erinnerst du dich noch? Ganz am Anfang haben wir doch Farbstoff bekommen. Stimmt. Das heißt, wir können die Nacht durchschlafen und es ist nicht mehr so dunkel. Aber mir ist kalt. Hier müssen noch mehr Fenster rein. Das ist viel zu kalt. Hier kann man nicht schlafen, Brexy. Ja, ich mach mich an die Fenster dran. Okay, das ist super. Ich muss noch ganz kurz meine kleinen Tierchen hier reinmachen. Und dann sind wir super vorbereitet für die Nacht. Dafür muss ich einmal meine Kiste gucken, ob ich noch Eier habe. Oh, ich habe Kuh-Eier. Das ist sehr gut. Dann machen wir einmal 1, 2, 3. Kühe. Okay, schau mal, jetzt haben wir unsere kleinen Kühe auf unserer Insel. Zombies! Wie? Zombie was? Nein. Warte, ich klär das. Und zack. Ich... Oh. Nein, die machen alles kaputt. Brexy, warte. Und nimm das. Ich hab ihn. Wo sind die anderen Zombies? Oh nein. Unsere hübsche Insel ist kaputt gegangen, Leute. Oh, aber wo kamen denn auch diese Monster her? Das sind ja noch mehr. Oh, nimm das und das. Leg sehr dich schön, nicht Lumi. Mit Enderman Lumi an. Okay. Hier ist noch einer. Oh, nein. Da ist noch einer. Komm her, du Zombie. Hä? Willst du Stress? Ich werf dich mit Grasblöcken ab und zack. Runter mit dir, nimm. Oh, der kommt näher. Aua, ins Haus rein, ich schaff das nicht. Oh, kommt alle schnell rein. Oh nein, aua, mach die Tür auf. Ich komm doch nicht rein. Oh, das war knapp, mach die Tür zu. Ich hab keine Kraft mehr. Was sollen wir jetzt machen gegen den bösen Zombie? Ich weiß nicht, vielleicht soll ich einfach mal ganz doll niesen? Aber dann geht doch alles hier kaputt, was wir gebaut haben. Oh, meine Fähigkeit macht am wenigsten Spaß. Ich hab eine Idee. Was hast du vor, Anna? Wir können schlafen gehen. Die Sonne macht den Zombie Schmerzen. Oh, du hast recht. Das heißt, es ist Zeit, ins Bett zu gehen, Leute. Okay, ich merke, ihr habt es euch schon bequem gemacht. Ich leg mich jetzt nicht schlafen, denn Leute, wenn beide schlafen, werde ich beide pranken. Denn ich werde mich rausschleichen. Oh. Der Zombie ist noch da, den krieg ich schon. Warte. Und zack. Oh nein. Nimm das, böse Zombie. Und zwar, Leute, während die beiden jetzt schlafen, baue ich heimlich den Lucky Block ab. Und ich werde ganz, hoffentlich, ganz gute Sachen bekommen. Und dann bin ich morgen super reich und habe mir ein eigenes großes Haus gebaut. Dafür muss ich nur irgendwas Besonderes bekommen. Lucky Block, bitte gib mir was Gutes. Komm schon. Und ja, yeah, ich brauche mehr davon. Oh, ein Skelett. Oh nein. Aua. Oh, perfekt. Oh, ich schaff das schon immer mehr und mehr und mehr und mehr. Ich krieg super coole Sachen. Oh, das war laut. Hä? Was war das? Was ist hier draußen los, Lumi? Wieso hast du den Lucky Block ohne uns geöffnet? Der ist von alleine aufgegangen, Brexy. Und warum bist du nicht im Bett, Lumi? Hannah, weißt du, mir war nicht müde. Deswegen konnte ich nicht schlafen. Oh nein, Leute. Oh, das sind ganz viele Sachen. Alles meine. Ich brauche das alles. Okay. Ah, die Sonne geht auf. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir
uns wieder an die Arbeit machen. Ja, so, ich glaube, es ist ja jetzt nicht so schlimm, dass ich das abgebaut... Mumi? Ja? Ich rede nicht mehr mit dir. Ich bin richtig sauer, Lumi. Ja, aber doch nicht deswegen, Braxy. Es ist hier ganz am Rand. Komm schon, lass uns wieder rübergehen. Braxy? Nein! Braxy! Braxy? Lumi? Du siehst aus wie ein Superheld. Hä? Guck dich doch mal an. Du bist Spider-Man. Spider-Man? Leute, ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ich falle gleich runter. Hilfe! Jimmy, du hängst da ja. Warte mal. Stopp, Leute. Was ist hier überhaupt los? Seht ihr das? Wir sind alle gemeinsam auf einem einzigen Block. Und warum haben wir Superheldenanzüge an? Schaut mal, ich sehe aus wie Spider-Man. Braxy ist Superman und Jimmy ist Batman. Wir sollten ihm erstmal hochhelfen, Braxy. Meinst du nicht? Mama, wir müssen uns beeilen. Wollt ihr, dass wir meinem kleinen Bruder helfen oder sollen wir ihn... Naja, ihr wisst, er ist nervig, sollen wir ihn einfach fallen lassen. Wenn wir ihm helfen sollen, dann lasst auf jeden Fall jetzt unbedingt ein Like da, Leute. Kommt schon. 3, 2, 1... Oh, okay, ihr habt alle geliked, jetzt aber schnell. Oh, komm schon, Jimmy, halt dich fest. Ja, mehr. Ich rutsch wieder ab. Hilfe. Er rutscht ab, was sollen wir machen, Braxy? Hallo, Lumi, du bist Spider-Man, benutzt doch deine Superheldenkräfte. Meine Superheldenkräfte? Jimmy. Nein, ich hab dich. Ich hab ihn. Mein Spider-Netz hat ihn. Ich zieh dich nach oben, warte, Jimmy. Komm schon, weiter. Was ist das? Das ist voll klebrig, Lumi. Du bist der Beste, Lumi. Mann, das war richtige Superheldenaktion, Leute. Wie cool, wir haben wirklich richtig echte Superkräfte. Also, worauf warten wir? Ich baue den jetzt ab, ob ihr wollt oder nicht. Mann, mach das nicht. Schau mal, es hat funktioniert. Ich habe einen Block Erde bekommen und schwupps, schon haben wir mehr Platz. Ist das nicht cool? Das ist mega. Komm nochmal. Komm schon, helft mir, Jungs. Wir müssen hier eine richtig coole Superhelden-Insel bauen. Und Block für Block. Oh, ein Kürbis. Und noch ein Kürbis. Das ist richtig cool. Aufgepasst, Freunde. Jetzt gibt es lecker Fleisch. Oh, mach. Okay. Dafür werde ich jetzt meine Superhelden-Spider-Man-Fähigkeit einsetzen, Leute. Wenn ich das machen soll, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Das wird richtig cool, Leute. Kommt schon. Okay. 3, 2, 1 und Spider-Man. Wow, habt ihr gesehen? Ich habe irgendwie ein elektrisches Spider-Netz geschossen und habe sie somit zu Fleisch verarbeitet. Mein Fleisch. Das ist das unfair. Gehört Lumi. Das ist mein Fleisch. Okay, Entschuldigung, Lumi. Andere Frage, wir haben so viel Gras gepflanzt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo unser magischer Block ist. War der hier? Ja, da ist der. Lasst uns jetzt weiter abbauen. Ich würde sagen, Leute, wir drei nutzen jetzt all unsere Superfähigkeiten gemeinsam, um so schnell wie möglich eine coole Superheldenbase zu bauen. Das heißt, wir bauen jetzt alle gemeinsam den Block ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Und zack. Und zwar, Leute, habe ich jetzt hier so Blöcke drum gemacht, damit unser Zauberblock auch gut beschützt ist. Jetzt wissen wir immer ganz genau, wo er sich aufhält. Lumi! Braxy? Guck mal, ich habe ein Lagerfeuer bekommen. Da können wir hier richtig cooles, so einen Campingplatz machen mit Lagerfeuer und Stühlen. Ein Superhelden-Campingplatz. Das hört sich doch cool an. Ihr seht nämlich, Leute, die haben alle ganz fleißig den Block abgebaut. Jetzt haben wir uns eine kleine, süße Insel gemacht. Und das Lagerfeuer hast du echt cool gebaut, Braxy. Danke, das ist ein Superheldenlagerfeuer. Schaut mal, dann können wir uns abends immer hier hinsetzen und können uns coole Superheldengeschichten erzählen. Und weißt du, was da fehlt, Lumi? Was denn? Das wäre richtig toll, wenn man hier einen Schatten hat. Deswegen habe ich nämlich hier so einen Setzling. Wo hast du denn einen Setzling her? Kam der aus dem Block raus? Ja, und ich habe auch Knochenmehl. Und schau mal, was passiert, wenn ich das da drauf tue. Mach schon, zeig her. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Wartet mal. Wisst ihr, was ich kann, was ihr nicht könnt? Was denn? Und zwar, ich bin ja Spider-Man. Und Spider-Man kann ja Spinnennetze schießen. Also pass ganz genau auf. Und...
Zack! Wow, wie cool! Das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Schaut mal, ich kann euch das nochmal zeigen. Seht ihr? Ich mach so ein Spinnennetz. Zack! Und jetzt ziehe ich mich hoch. Hey, ich will auch da oben. Was ist? Boah, ich bin Superman. Was? Was? Ich kann fliegen. Stimmt, Superman kann ja auch fliegen. Wusstet ihr das, Leute? Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt alle das Video liken. Und wenn ihr es wusstet, müsst ihr abonnieren. Also, Leute, wusstet ihr es oder wusstet ihr es nicht? Ho, Brexy, das ist ja richtig cool. Aber jetzt frage ich mich, Jimmy, was kannst du denn überhaupt? Och Mann, ich kann ganz schnell Sachen abbauen. Schau her, bam, 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 bam. Oh, und er kann wirklich schnell abbauen. Das könnte uns dabei helfen, unsere Insel schöner zu machen. Wie wär's, wenn du jetzt einfach ganz schnell den Block abbaust? Das heißt, dann könnten wir ja richtig schnell krasse OP-Items bekommen und uns eine coole Superhelden-Base bauen. Weißt du was, Lumi? Ich werde dir beweisen, dass ich auch Fähigkeiten habe. Ja, nun nicht nur ihr Fähigkeiten, sondern auch Jimmy. Und zack, 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 zack. Oh, wie schnell kannst du das denn abbauen? Los, los, hä? Warte mal. Was? Was sind da für Sachen rausgekommen? Goldäpfel und Laser und. Ich glaube, mein kleiner Bruder kann richtig schnell Sachen abbauen. Da kamen richtig krasse Sachen raus. Guck mal, ich habe sogar Superhelden-Laser bekommen, Braxy. Boah, das sind ja mega. Leute, wollt ihr, dass wir mit dem Laser eine Superhelden-Base bauen? Das heißt, wir machen hier überall Laser hin. Das wird richtig cool. Meint ihr, wir sollen eine Superhelden-Base bauen, Jungs? Ja, warte, wir machen die sicherste Superhelden-Base auf einem One-Block. Boah, das hört sich cool an. Das heißt, auf diesem einzigen Block bauen wir so eine coole Base. Also, schaut mal, ich habe Goldäpfel. Hat vielleicht zufälligerweise jemand Obsidian bekommen? Das wäre richtig cool. Vielleicht habe ich was bekommen, aber das wollte ich für mich behalten. Hey! Wenn das so ist, Braxy, dann werde ich dich wohl zwingen müssen. Okay. Ja, besser ist es. Sonst setze ich meine Superheldenfähigkeiten ein. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier eine richtig coole Laserbase. Komm schon, Jungs, helft mir. Wir werden jetzt hier kleine Obsidiantürme bauen. So, zack, passt ganz genau auf. Dann machen wir so, zack, okay. Dann muss da unten ein Laser ran und dann habe ich hier noch sowas. Und das funktioniert nicht. Braxy, du bist doch Superman. Du hast doch Laseraugen. Kannst du nicht vielleicht mit deinen Laseraugen den Laser aktivieren? Mach schon. Ich bin mir nicht sicher. Mach schon. Wow, Braxy, deine Laseraugen haben ja wirklich einen richtigen Superhelden-Laser gemacht. Wow, Braxy, du kannst ja auch fliegen. Wie wär's, wenn du einfach alles für uns machst? Du nimmst einfach den Obsidian und machst jetzt überall bitte einmal Laser hin, ja? Okay. Boah, guckt euch an, wie cool er das macht. Leute, Superheld zu sein macht richtig Spaß. Ich würde sagen, solange Braxy das macht, baue ich den Block weiter ab. Und dann werden wir uns eine richtig coole Base bauen. So, und zack. Okay, das sieht gut aus. Braxy, wie weit bist du mit dem Laser? Ich bin so gut wie fertig. Boah, schaut mal, Leute. Wir haben jetzt hier so ein richtig cooles Superhelden-Hauptquartier gebaut. Braxy, das hast du echt cool gemacht mit dem Laser. Dankeschön. Oh, überall ist jetzt so Laser. Und warte mal, wo kommt dieser riesige Baum her, Jimmy? Lumi, schon mal hier. Du hast nicht schon wieder einen Baum gepflanzt, Jimmy. Na klar, ich bin hier unten. Komm mal her. Warte, Braxy, das müssen wir uns... Warte, Leute. Ich werde die beiden erschrecken. Da ich ja ein Superheld bin, Leute, werde ich jetzt einfach fast auf ein Netz nach oben schießen. Zack. Und... Wow! Oh, wie cool! Zack. Und schön bin ich auf dem Baum oben. Jetzt kann ich die unten einfach erschrecken. Wo sind die beiden? Die sind da unten. Braxy, wo ist jetzt Lumi, Mann? Ich wollte dir meinen Baum zeigen. Hä? Der war doch gerade noch hinter mir. Lumi, wo bist du? Lumi. Leute, Spider-Man-Sein ist richtig cool. Die suchen mich einfach, aber finden mich nicht. Oh, das ist ja richtig lustig. Leute, ich werde jetzt einfach fast auf deren Kopf drauf werfen und... Zack! Lumi!
Au, das hat wehgetan. Au, Brixi. Was war das? Da ist was auf meinen Kopf geflogen. Hä? So ein Apfel. Oh, die dürfen mich nicht sehen, Leute. Boah, wie lustig. Okay, ich glaube, ich komme jetzt nach unten und erschrecke die beiden. Alter Lumi. Hallo Mi. Ah, erschrocken. Was wolltest du mir denn zeigen, Jimmy? Ich will dir gar nichts mehr zeigen. Wegen dir habe ich eine Beule am Kopf und die tut richtig weh. Und Brexy, du musst mir helfen. Du bist doch Superman. Kannst du nicht irgendwas tun gegen meine Beule? Ich glaube, ich kann dir nicht helfen, Jimmy. Das tut mir leid. Genau, das ist so, wie es ist. Ich glaube, wir sollten uns lieber wieder an die Arbeit machen, ihr Schlafmützen. Wir müssen unseren Block weiter abbauen. Und zack. Oh, Holz, Leute, wie cool. Ich werde das jetzt einfach alles ganz alleine abbauen. Na, 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 na. Hey, ich will auch abbauen. Nein, das ist mein Block. Ich baue den jetzt so lange ab, bis ich wieder richtig coole neue Superhelden-Sachen bekomme. Weil ich will mir noch ein richtig eigenes, cooles Haus bauen. Oh, Mann, er kann so schnell abbauen. Das ist seine Superfähigkeit. Schneller. Ich will richtig coole Sachen haben. Warte mal, da kam gerade irgendwas richtig Krasses raus. Hör mal auf, warte mal. Schau mal, hier zum Beispiel. Das ist eine Superheldentür, siehst du nicht? Ich hab auch welche und ich hab sogar eine Gefängnistür. Boah, wie cool. Da können wir ja jetzt ein richtig cooles Superheldenhaus bauen, oder nicht, Brexy? Leute, wollt ihr wirklich nur ein Superheldenhaus bauen? Das ist doch voll langweilig. Lass doch da oben einen Aufzug bauen. Ich hab nämlich auch Aufzugteile bekommen. Schaut mal hier. Warte mal. Aufzug? Eine Fernbedienung? Warte mal, Leute, das bedeutet, wir können uns einfach einen funktionierenden Fahrstuhl bauen. Wie cool wäre das, wenn wir einen Fahrstuhl hätten, der uns nach oben fährt. Und dann haben wir hier oben einfach eine richtig coole Superheldenbase. Warte, das muss ich mir anschauen. So, zack und schwupp, wow. Leute, Spider-Man-Sein macht Spaß. Ja, also ich habe eine gute Aussicht. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier eine Plattform bauen und dann einen Fahrstuhl nach hier oben machen? Boah, das ist eine richtig coole Idee. Dann ist unsere Base oben. Ja, dann haben wir eine OP-Base. Okay, ja, dann würde ich sagen, baue ich jetzt hier schon mal eine kleine Plattform hin, Leute, für unseren Fahrstuhl gleich. So, zack. Das kann jetzt kurz dauern, Leute. So, zack. So, jetzt müssen wir hier diese Teile nehmen und die müssen dann hier platziert werden. So, dass wir auch nach oben fahren können. Und das gleiche muss jetzt nochmal unten hingemacht werden. Oh, ich würde sagen, ich mache das kurz, Leute. So, der letzte Block, der muss jetzt noch mit der Fernbedienung verbunden werden. So, Leute, Spider-Man Lumi hat jetzt alles mit der Fernbedienung verbunden. Ich muss jetzt hier nochmal diesen Kontrollblock hinmachen. Jetzt muss ich das einmal noch verbinden mit der 2, weil hier oben ist... Brexy, Jimmy, was macht ihr denn da oben? Wir bauen weiter. Boah, die bauen eine komplett zweite Etage da oben hin. Ich sag doch, wir bauen die krasseste Superheldenbase in den Wolken, die ihr je gesehen habt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal den Fahrstuhl und hoffe natürlich auch, dass er funktioniert. Okay, das ist alles verbunden. Jetzt stelle ich mich hier drauf und muss nur noch auf die 2 drücken. Und es funktioniert. Der Fahrstuhl geht. Tada, schaut mal, Jungs. Kuckuck. Wo kommst du denn her? Ja, ich habe den Fahrstuhl benutzt. Kommt alle her, ich zeig euch das. Okay. Kommt alle drauf. Achtung, wir fahren jetzt gemeinsam nach unten. Zack. Ist das nicht cool? Nach oben, tschüss. Brexy. Hey. Oh, er ist einfach abgehauen, Jimmy. Und jetzt, wie kommen wir da wieder hoch? Ja, ich hole ihn einfach nach unten. So, und schon kommt der Fahrstuhl wieder. Nee. Warte auf mich. Tschüss. Ach Mann, ich wollte alleine fahren. Oh Mann, Leute, das macht richtig Spaß und ist richtig cool. Okay, ich glaube, Brexy, wir müssen aber ein bisschen Luft lassen, sonst ist es doch unten total dunkel dann. Nö, müssen wir nicht.
Nee, müssen wir nicht. Alles soll dunkel sein, weil ich Batman bin. Oh Mann, ich hab aber Angst im Dunkeln. Naja, wie ihr meint. Ich würde sagen, ich fahr jetzt nach unten. Macht ihr doch, was ihr wollt. Oh Mann, Leute, das macht keinen Spaß mehr. Ich hab jetzt schon richtig lange abgebaut. Oh, es ist schon dunkel. Oh, warte mal. Leute, kam das aus dem Block raus? Habt ihr das ge... Was ist das denn? Ist das etwa eine Superheldenwaffe? Schaut mal. Oh, ich kann damit zielen. Schaut mal. Wow! Ich kann damit richtig schießen, Leute. Das ist ja richtig cool. Ha, das werden mir meine Freunde niemals glauben, dass ich einfach aus dem Block eine... Jimmy, alles gut bei euch da oben? Jimmy? Brixie? Irgendwas stimmt nicht. Ich muss nach oben, Leute. Freunde, geht's euch gut? Was? Was ist denn hier los? Hey, oh, richtig viele Monster. Ich werde euch helfen. Schaut mal. Ich habe eine... Ey, lasst mich doch nicht alleine mit den Monstern. Du, Leute, ich werde jetzt meine Waffe nehmen, die ich bekommen habe. Ich werde euch beschützen. Nehmt das. Bang, 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 bang. Oh. Und bam, 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 weg mit euch. Nehmt das, ihr dummen Monster. Ha, weg mit euch. Oh, da ist noch einer. Nehmt das. Oh. Mann, war das knapp, Leute. Ich hab sie alle verprügelt. Mit meiner... Ja, ihr hättet ruhig mal helfen können, ihr Angsthasen. Ich hab euch geholfen. Habt ihr das gesehen? Das war alles ich. Hier sind noch welche, Lumi. Das war Brexy. Der hat alles gemacht. Weg mit euch. So, jetzt aber. Oh Mann, das war knapp. Ihr habt mir gar nicht geholfen. Ihr seid abgehauen. Wisst ihr was? Ihr beiden macht jetzt sofort die Hände hoch. Hände hoch! Was? Nein, das kann ich nicht! Ist doch okay. Die Hände hoch! Ja. Ihr Bein, wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auch erschieße, dann gebt ihr mir sofort eure Superheldenanzüge, hört ihr? Niemals! Doch, das müssen wir. Er hat eine Pistole. Das ist eine Maschinenpistole. Bang, 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 bang. Ist ja gut. Hier. Alles her damit. Denn Leute, ich werde jetzt nicht nur Spider-Man. Ich werde Superman, Spider-Man. Und Jimmy, dein Anzug will ich auch haben. Der passt dir doch nicht mal. Ich bin ein Mini-Mann. Der passt dir nicht, Lumi. Er hat recht, Leute. Aber... Was mache ich jetzt mit den beiden? Die haben mich mit den Zombies einfach alleine gelassen. Vielleicht muss ich den beiden eine Lektion erteilen. Wie wäre es, wenn ich beide einfach fesse? Ich bin Spider-Man. Zack! Lass mich los! Lass mich los! Jimmy, du bekommst noch Netze ab. Nimm das! Bitte nicht! Okay, ihr beiden, ihr habt euch mit dem falschen Spider-Man angelegt. Das ab sofort hier ist meine Insel und ihr könnt hier beide erfrieren. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Lass mich. Lumi. Macht's gut. Oh, Leute, den beiden hab ich's gezeigt. Oh, jetzt hab ich die Superhelden-Base für mich ganz alleine. Oh, ich werde mich jetzt so lange ans Lagerfeuer setzen, ne? Und werde hier schlafen. Oh, Mann. Oh. Rudi? Lumi? Wo zur Hölle sind wir hier? Ich hab keine Ahnung. Leute, hilf mir! Oh nein, Brexy, was ist denn mit dir los? Leute, Brexy hängt hier einfach. Oh Mann, wir müssen ihm unbedingt helfen. Oh Leute, wenn ihr wollt, dass wir Brexy helfen, dann lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden unbedingt ein Like da. 3, 2, 1. Oh, danke Leute, wir müssen Brexy unbedingt helfen. Oh, komm schon, Brexy, nimm meine Hand. Oh, komm schon, komm her, Brexy, nimm meine Hand. Oh, Brexy, Gott sei Dank, wir haben dich gerettet. Oh, danke Leute, dass ihr ein Like da gelassen habt. Schaut mal, jetzt sind wir alle sicher. Also, was heißt sicher? Jungs, schaut mal, wir haben nur einen einzigen Block unter uns. Sonst geht's hier ganz, ganz tief nach unten. Seht ihr das? Oh, ja. Oh. Ich hab Angst, Jungs. Ich hab auch Angst.
Leute, wir müssen versuchen, diesen Block abzubauen und hier versuchen, irgendwie zu überleben. Okay, ich baue ihn jetzt ab, Jungs, seid ihr bereit? Okay, los. 3, 2, 1. Ja, ich habe Erde bekommen, Jungs. Hast du Erde bekommen? Ja. Oh, bau schnell drumrum, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Okay. Das hab ich nicht. Oh, das war sehr gut. Oh, das ist gerade noch mal gut gegangen, Leute. Oh, das hast du gut gemacht, Braxy. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Das ist wichtig. So. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen den Block jetzt weiter abbauen. Wir müssen mehr Items bekommen, Braxy. Wir wollen uns doch ein richtig großes Haus hier bauen, oder nicht? Du hast recht. Aber okay. Hört ihr das? Was? Ich bin am Leben, weil ihr geliked habt. Oh Leute, kommt schon. Lasst uns keine Faxen machen. Ich baue ab und zack. Ich habe nochmal Erde bekommen. Oh komm, ich baue auch mal und zack. Jetzt bist du dran, Odi. Bau ab, komm okay. Schon. Oh, ich habe auch... ich hab's bekommen, du Dussel. Ey, das war unfair. So. Oh Mann, Braxy, sei doch nicht so gemein. Wir müssen den Block weiter abbauen. Und zack. Leute, schaut mal, seht ihr das? Das ist Holz. Und mit Holz können wir uns unsere ersten Tools bauen. Oh Mann, das ist cool. Wenn ihr auch mal Lust habt, mit uns auf einem einzigen Block zu überleben, dann lasst jetzt unbedingt innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Abo da, Leute. 3, 2, 1. Dankeschön, ich freue mich auf euch. Okay, komm schon, Brax, ich baue sofort das Holz ab. Wir brauchen das unbedingt. Und zack. Nochmal. Das wow. Nochmal Holz. Komm schon, baut ab, Jungs. Und... eine Kiste. Stopp. Hallo. Oh mein Gott, seht ihr das? Das ist eine Kiste. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Da könnten jetzt richtig krasse Sachen drin sein. Komm schon, lass mich reinschauen. Und... schaut rein in die Kiste, Jungs. Schaut mal. Ein Setzling. Oh, den müssen wir rausnehmen. Und auch sogar ein paar Weizensamen. Das heißt, wir können uns sogar jetzt richtig coole Bäume anpflanzen. Ja. Warte, ich mache hier jetzt einmal zack. Und jetzt würde ich sagen, pflanzen wir unseren ersten Baum an. Wow. Ja. Juhu. Abstimmung. Abstimmung? Was für eine Abstimmung? Wer ist dafür, dass wir Odi runterschmeißen? Hand hoch. Nee. Odi runterschmeißen? Reingelegt. Nein, Odi war nur Spaß. Bitte nicht. Braxy, sei doch nicht so gemein zu Odi. Er ist schon ganz traurig. Wie wär's, wenn wir dich runterschubsen? Braxy? Und wie ist es, hä? Ich hab doch nur Spaß gemacht, Lumi. Du bist doch mein bester Freund. Odi? Also, es wäre jetzt richtig doof, wenn ich auf Braxys Finger trete, findest du nicht? Oh, das wäre richtig doof, aber auch lustig. Komm schon, Braxy, entschuldige dich bei Odi. Odi, du Doofkopf, ich entschuldige mich bei dir. Was meinst du, Odi? Ja, ich glaube, ich nehme sie an. Wir wollen den doch nicht verlieren. Du hast recht, Odi. Komm hoch, Braxy, ich helfe dir. Komm schon, gib deine Hand. Los. Braxy, siehst du, mach das auf keinen Fall nochmal mit Odi. Hast du verstanden? Okay, aber wir machen das jetzt mit dir, stimmt's, Odi? Jungs, nein, stoppt. Hallo, Jungs, kommt schon, wir sind doch Freunde. Wir müssen das nicht machen. Wir sollten lieber ums Überleben kämpfen. Wir haben nur diese kleine Insel. Du hast recht, aber es war auch nur ein Spaß, Lumi. Ja. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir weiter den Block abbauen und schaut mal, wie viel Erde wir bekommen. Oh, stopp, Jungs, schaut mal, ich habe so viel Erde bekommen. Jetzt können wir uns eine richtig kleine Erdinsel machen. Kommt schon hier. Stimmt. Nimmt auch ein bisschen Erde. So. Und ich habe auch noch Holz, Lumi, hier. Oh, gib das her, ich mache eine Crafting Table für uns. Ja. Und warte, einmal hier, Leute. Schaut mal, das ist unser erster Crafting Table. Damit können wir uns unsere ersten Sachen bauen. Ich will ein Schwert, bitte. Ein Schwert, Odi, aber du machst doch keinen Unsinn damit, okay? Okay. Bist du sicher, dass wir ihm wirklich ein Schwert geben sollten, Braxy? Du weißt, dass er immer alles kaputt macht. Nein. Ich bin eher dafür, dass wir das Holz nutzen, Leute. Und passt jetzt ganz genau auf. Ich habe mir eine Hacke gemacht. Und damit, Odi, geh ein Stück beiseite.
Warte, okay. Pflanzen wir hier unsere ersten Weizensamen an. Aber Loni, wie cool. Aber brauchen wir nicht Wasser? Brauchen wir nicht Wasser? Ja, deshalb würde ich sagen, müssen wir schnell den Block weiter abbauen. Kommt schon, helft mir. Los. Oh. Wow! Wow, Leute, wir haben unser erstes Schwein bekommen. Ist das nicht cool, Braxi und Odi? Ja! Odi! Oh, aber, wehe, einer von euch schubst das Schwein runter, dann haben wir nichts zu essen. Wir müssen jetzt hier unsere Farm weiterbauen. So, kommt schon, Leute, helft mir. Jetzt bauen wir hier eine richtig schön große Insel. Ja! Das sieht doch schon richtig gut aus, Leute. Oh Mann, ich glaube, das ist ein guter Fortschritt. Jetzt dürfen wir ja keine Zeit verlieren. Was habt ihr mit der Kiste gemacht? Guck mal, ich hab das kaputt gemacht und dann kam einfach so eine Kiste raus. Die Kiste was ist in mich verliebt. Braxi? Braxi, gib die Kiste her. Was soll das? Nein, das machst du nicht, Braxi. Da war eine Fackel drin. Wir brauchen die Fackel. Wenn du die runterwirfst, dann... Dann werfen wir dich hinterher, Braxi. Genau. Okay. Ja, gut. Besser ist es. So, schnell alles rausnehmen. Ich würde sagen, die Kiste können wir ja benutzen. Ich mach die hier hin einfach, okay? Da passt sie gut. Braxi, nein! Braxi, hör nein! Auf damit! Das ist keine... Vergriffen? Ich habe mich auch gleich vergriffen. Okay, ich würde sagen, Leute, wir bauen jetzt weiter den Block ab, bis wir richtig viele coole Blöcke haben. Oh, okay, Leute, ich habe jetzt ein paar neue Erdblöcke und neues Holz. Und ansonsten, unsere Bäume sind endlich gewachsen, schaut mal. Oh, wie cool. Die müssen wir eigentlich sofort abbauen. Warte, Brax, bevor wir das machen, ich würde sagen, wir müssen einmal ganz kurz hier das abbauen, denn wir müssen die Kiste, beziehungsweise den einen Block, ich habe da eine coole Idee, warte. Oh, sei vorsichtig. Ich pass auf. Schau mal, Achtung. Hier machen wir jetzt so Holz hin. Das sieht viel cooler aus. Zack. Ja. Warte, ich nehme ganz kurz einen Wassereimer. Zack. So, jetzt gehe ich kurz hier runter, keine Sorge. Und zack. Das heißt, die Blöcke können auch nicht mehr runterfallen. Wow, bedeutet, cool. Wir haben jetzt eine richtig kleine, coole Insel, Leute. Also Leute, wenn ihr unsere Insel cool findet und wenn ihr das noch nicht gemacht habt bisher, lasst jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. So, ansonsten, ich würde sagen, Odi, lass all unsere Sachen erstmal hier in die Kiste reinmachen, damit die hier sicher sind. So, habt ihr jetzt alles reingemacht, Jungs? Kommt schon, ihr müsst alle Sachen reinmachen. Karotten und so habt ihr ja auch. Sagt doch, Jungs, es wird langsam dunkel. Bedeutet, wir sollten uns langsam mal ein Bett bauen, Leute. Weil nicht, dass über Nacht irgendwelche Monster kommen. Vielleicht sollten wir anfangen, ein Haus zu bauen. Okay, ich würde sagen, wir brauchen auch langsam Lava für einen Cobblestone-Generator. Aber bevor wir das machen, Leute, baue ich erstmal schnell eine Axt. Zack. Und hier, warte, Braxi. Wir brauchen schnell Lava, damit wir Stein abbauen können und uns ein Haus bauen. Deswegen steht nicht so dumm rum und helft mir beim Abbauen. Kommt schon. Wir haben ein Problem. Was denn? Es ist dunkel, dann kommen doch die Zombies. Deswegen will ich ein Haus bauen, du Dussel. Jetzt helft mir beim Abbauen. Okay, schnell. Aber warte mal, Lumi, wir haben doch noch eine Fackel. Können wir die nicht hier irgendwo hin platzieren? Oh, du hast recht. Wartet, ich hol schnell die Fackel, Leute. Und da. Ich mach die jetzt genau dahin. Okay. Boah, cool. So, ich baue auch schon mal ganz kurz das Holz hier ab, Leute. Damit wir die neuen Setzlinge bepflanzen können. Oh, komm schon. Wow. Oh, was ich ist denn? Ich hab Lava. Nein. Ja! Wow, endlich Lava, Leute. Das bedeutet, wir können jetzt unseren Cobblestone-Generator bauen, Braxi. Kurze Frage. Warte. Wieso haben wir zwei Schweine? Warte, wo kommst du her, Schweini? Der ist einfach hier auf einmal aufgetaucht, Leute. Oh, Braxi. Oink, oink, ein Schwein. Nein, oink, lass oink. Das. Oink, oink. Odi, wir brauchen einen zweiten Namen jetzt. Odi, du magst doch Schweine. Oink, nein, ich mag keine Schweine, geh weg. Wartet mal, Leute. Habt ihr noch eine Karotte zufälligerweise? Ja, Lumi, guck hier. Gib mir zwei Karotten schnell. Wir brauchen schnell zwei Karotten. Hier. Ich hab nur eine. Braxi hat aber auch eine. Und jetzt würde ich sagen, Leute, zack und zack.
Oh, die haben jetzt ein kleines Babyschweini gemacht. Zack. Eine Kuh. Passt gut auf die Kuh. Vielleicht baut ihr schon mal ein kleines Gehege für die Kuh. Was haltet ihr davon? Ja. Brexy, nein. Brexy, nein. Hör auf damit. So, die Erde haben wir. Jetzt müssen wir einmal hier runter. Und dann bauen wir hier einen richtig coolen Cobblestone-Generator. So. Zack. Das müssen wir einmal wegmachen. So, dann muss hier einmal noch Erde hin. Okay. Das müsste eigentlich so gut wie fertig sein. Den Block jetzt weg. Da einer hin und hier muss Lava hin. Und wartet, Leute. Und sobald wir jetzt diesen Block abbauen, entsteht Cobblestone. Leute, mein Cobblestone-Generator ist endlich fertig. Schaut euch das an. Wir können jetzt hier unendlich Stein abbauen. Und jetzt komm schon, Brexy. Lass unseren ersten Cobblestone abbauen. Wow. Das ist richtig cool. Jetzt, Odi, bau weiter den Block ab. Wir brauchen nämlich endlich mal ein Schaf, damit wir uns Betten bauen können. Okay, okay. Ich helf dir, komm schon. Wir brauchen jetzt endlich mal ein Schaf, Leute. Komm schon. Komm schon. Oh, Odi, du baust weiter ab, okay? Und okay. Ich kümmere mich hier und baue die weiteren Bäume ab. Komm schon, wir brauchen nämlich ganz viel neues Holz, Leute. Dafür würde ich sagen, bauen wir das ganze Holz ab. Lumi! Hä? Ein Schafi! Ja, mein Schafi! Lumi, vergiss das Schaf! Ich vergiss das Schaf! Baby-Schweini ist oben, guck mal! Wir müssen ihm helfen! Wir müssen ihn retten! Warte, Leute! Lumi, der Retter, ist unterwegs, um Schweini zu helfen! Schweini, mach dir keine Gedanken! Ich komme! Ich komm dich retten! Komm her, Baby-Schweini! Und zack! Brexy, ich hab Baby-Schweini! Ich spring's jetzt runter! Fängst du es? Yep. Okay, und? Das war knapp. Okay, jetzt lass uns das Schaf umbringen. Wir brauchen endlich Wolle, Brexy. Und zack. Und zack. Wolle, die brauchen wir. Wolle. Jetzt können wir uns endlich Betten bauen. Okay. Endlich. Wartet, Leute. So, 3 Betten brauchen wir. Zack. Oh, jetzt können wir uns endlich schlafen legen. Jeder kriegt sein eigenes Bett. Und zack. Jetzt legt euch schnell schlafen, Jungs. Ich bin echt müde. Ich will aber ein lila Bett. Schläg dich hin jetzt. Leg dich hin. Okay. Oh, die Nacht war echt anstrengend. Aber die Sonne scheint wieder. Das freut mich, Jungs. Aber als ihr geschlafen habt, war ich voll aktiv. Und zwar habe ich ganz viel Cobblestone besorgt. Wow. Wie viel ist das? 1 Stack? Das heißt, wir können uns jetzt endlich unser erstes Haus bauen, Leute. Wow. Okay, wir haben ja hier unser Gehege für unsere Kuh. Dann würde ich sagen, bauen wir hier jetzt einfach unser erstes Haus hin. Warte. Dafür nehmen wir ein paar Holzstämme. Und dann würde ich sagen, Leute, bauen wir hier jetzt unser erstes Haus hin. So, dann hier drüben, zack, hier kommt auch noch ein Baumstamm hin. Und dann müssen wir ganz kurz die Betten abbauen. Und dann kommt hier auch einer hin. Hier, Lumi. Oh, danke schön, Jungs. Okay, dann baut ihr das ruhig fertig. Wir brauchen auch jetzt endlich mal Sand, Leute, damit wir uns ein paar Fensterscheiben machen können. Komm schon, ich brauch Sand. Oh, Mann, Leute. Wisst ihr, woher ich am besten Sand bekomme? Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Wir brauchen jetzt unbedingt Sand, Leute. Babyschweini, weißt du, wo ich Sand herbekomme? Ich muss wohl jetzt echt weiter den Block abbauen, bis wir endlich Sand haben, Leute. Oh, endlich Sand. Leute, ich habe Sand bekommen. Wir können... wie weit seid ihr denn schon mit dem Haus? Wir haben gleich ein richtiges Haus, Leute. Boah, endlich haben wir hier auf unserer kleinen süßen Insel ein Haus. Wenn euch das Haus gefällt, lasst unbedingt ein Like da, Leute. Es sieht richtig cool aus. Okay, ich würde sagen, ich nehme jetzt ein bisschen Bruchstein. Zack. Und dann machen wir uns einen Ofen. Und zack. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Kohle. Zack. Während das jetzt brät, würde ich sagen, machen wir unsere Insel ein bisschen schöner. Vielleicht kann ich eine Tür bauen für unser Haus. Und zack, eine Tür. Schaut mal, Brexy, ich habe eine Tür gebaut für unser Haus. Ist die nicht cool? Das ist mega cool. Können wir das Sand nicht benutzen, damit wir Glas machen können? Ja, ich mache gerade Kohle hier. Schau, und jetzt
können wir hier richtig coole Glasscheiben braten. Das heißt, wir haben gleich unser erstes Haus, Leute. Okay, perfekt. So, mein Glas ist fertig. Jetzt machen wir daraus Glasscheiben. Zack. Und die machen wir jetzt hier hin. So, Jungs, kommt schnell zu mir. Ich habe ganz viele Glasscheiben. Ich gebe die euch, dann könnt ihr mir helfen. Ja, hier, Odi. Die können wir jetzt überall. Die können wir jetzt überall im Haus verbauen. Okay. Ja. Ansonsten, ihr habt das Haus ja richtig schön gemacht. Boah, Leute, guckt euch unser schönes Haus an. Unsere Insel sieht jetzt schon richtig cool aus. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben jetzt endlich unser erstes kleines eigenes Haus auf unserer kleinen Insel. Oh Mann, Leute, mir gefällt das hier. Es ist richtig gemütlich. Oh Mann, die ganzen Schweinis laufen auch hier rum. Vielleicht sollten wir noch ein Gehege nur für die Schweinis bauen. Wartet. Dafür würde ich sagen, machen wir ganz kurz noch ein paar Zäune. So, zack, ein paar Zäune und jetzt baue ich hier ein Gehege nur für meine Schweinis. So, deine Schweinis, unsere Schweinis. Unsere Schweinis. Oh, Jungs, ihr wisst doch, wie ich das meine. Ich meine unsere Schweinis. Danke für die Karotten, Braxy. Jetzt helft mir, wir müssen die Schweinis alle ins Gehege reinbringen. Kommt schon, Schweinis, alle hier rein. Ah, habt ihr ein Zauntor? Wir müssen das zumachen. Ja, ich hab's dir doch schon gegeben, Lumi. Oh, nee, das hast du mir gegeben. Ach so, ups. Ah, danke schön. Aber wir brauchen noch ein Zauntor, das reicht sonst nicht. Schnell, macht eins rein, die Schweinis wollen abhauen. Oh, zack. Perfekt. Jetzt haben wir auch ein Gehege für unsere Schweinis. Dann, Leute, jetzt wird's richtig cool. Wir sperren Odi jetzt in ein Gefängnis ein. Ich hab doch noch ein bisschen Eisen, Braxy. Daraus können wir uns doch einfach so Gitter machen, Braxy. Schau, hast du auch welche? Komm, wir machen das hier vorne hin. Hier ist genug Platz. So, komm schon. Warte. So. Zack. So. Warte. Oh. Oh. Zack. Und? Komm schon, Braxy, wir haben es gleich geschafft. Oh, Braxy, unser Gefängnis für Odi ist... Odi, das ist nicht so, wie es aussieht. Also... Ich bin ein Schwein. Oink, oink, oink. Braxy, ich glaube, er schlafwandelt. Glaube ich auch. Oink, ich habe eine Idee. Lock ihn hier ins Gefängnis rein. Odi, du magst doch Schokolade. Schokolade, Schokolade. Lecker Schokolade, Schokolade, Odi. Schoko-Eis, Schoko-Schmalz. Schoko, 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 Schoko. Mach zu, Braxy, Schoko, komm schon. Mach zu. Braxy, jetzt lass uns schnell schlafen gehen. Komm schnell rein. Bis morgen. Oh, guten Morgen. Jungs! Jungs! Odi, was ist denn los? Wie bin ich hierher gekommen? Braxy, weißt du, wie er da reingekommen ist? Nein, ich glaube, er hat einfach auf einen Block geschlagen und wurde festgenommen. Und warum habe ich eine Karotte in meiner Hand? Also ich finde, es ist ziemlich warm, findest du nicht, Braxy? Irgendwie finde ich es hier echt schon irgendwie ziemlich warm. Jungs, bitte nicht, es wird doch warm, das ist doch Eisen, bitte. Also Braxy, ich habe auch irgendwie ein bisschen Hunger, findest du nicht? Jungs. Ich auch. Odi. Nein. Du bist lecker, weißt du das? Wir haben doch Schweine und eine Kuh. Aber ich habe Hunger auf Odi. Komm schon, nee, Odi, lass dich aufessen. Was machen wir hier? Jungs, was wollt ihr von mir? Odi, oh Mann, Leute, ich glaube, wir haben so wenig gegessen, dass wir schon ganz komische Dinge machen. Oh, warte mal, Braxy, wir haben gar keine Eisenspitzhacke, um das wieder aufzumachen. Oh nein. Bitte holt mich raus, Jungs, mir wird warm. Leute, wir brauchen jetzt schnell eure Hilfe. Wie sollen wir Odi da rausholen? Oh Mann, Leute, ihr müsst unbedingt alle nochmal ein Like und ein Abo dalassen, damit wir Odi da rausbringen. Oh Mann, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Wir müssen Odi jetzt da rausbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, Leute. Und vergesst nicht, meine Freunde auszuchecken. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns, Leute. Bis dann.